Aber ich finde es auch im Moment einfach nur schön, Tatsache, so viel Zeit mit meiner Familie verbringen zu können. Also mit Mirko, meine Tochter ist im Moment noch sehr, sehr viel da. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Katzen irgendwie versuchen, diesen Schlauch zu zerstören oder so. Oder halt eben diese Abdichtung. Und dann haben wir nämlich so ein Fliegenschutznetz und dass sie das dann auch noch aufkratzen, weil dann sind die nämlich über alle Berge. Milkshake bringen alle Boys to the PLA. Was bestellst du dir jetzt? Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zur Arbeit. Also ich bewege mich noch nicht, Tatsache, aber ich habe mich gerade ins Auto gesetzt, um mich jetzt mal ins Büro zu begeben. Denn ich mache im Moment eigentlich größtenteils, oder eigentlich Tatsache nur noch, Homeoffice und muss aber allerdings ab und zu mal ins Büro, um den Laptop, den ich von der Firma habe, auch mal ans Netz anzuschließen oder an diese, wie nennt man das, ans Netzwerk, wie auch immer. Damit er halt seine Updates kriegt und immer funktioniert. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Es ist jetzt im Moment 8:45 Uhr. Also wach solltet ihr größtenteils alle sein. Ich mache mich, wie gesagt, jetzt ins Büro. Werde da so ein, zwei, vielleicht 3 Stunden verbringen. Das hängt immer auch damit zusammen, wie viel haben die Kollegen für mich vielleicht angesammelt. Haben sie überhaupt irgendwas für mich angesammelt? Man weiß es nicht. Und dann werde ich mich wieder nach Hause begeben. Weiter Homeoffice machen. Habe heute Nachmittag noch einen Telefontermin mit einem Bekannten von mir. Und dann habe ich heute Morgen Tatsache wieder ein neues Bewerbungsgespräch für die nächste Woche bekommen. Also es ist im Moment, Tatsache geht so ein bisschen drunter und drüber. Und das einzig Schöne ist, weil das hatte ich ja mal in dem Video, ist schon ein paar Wochen her, aber ich verlinke euch das einfach mal hier. Da habe ich ja erzählt, dass ich überhaupt diesen neuen Job suchen muss und auch von YouTube gesprochen. Also nicht, dass ich in der Traumwelt lebe oder sowas, aber das Schöne oder der Riesenvorteil an diesem Homeoffice und dass es trotzdem irgendwie noch so gerade läuft, ist halt, ich habe extrem viel Zeit zum Vloggen und mit Sandra gemeinsam und das ist unfassbar viel wert und das macht einen unfassbar großen Spaß. Doch, ja, einen unfassbar groß, unfassbar viel Spaß. Ja. Das macht unfassbar viel Spaß. Positiver Nebeneffekt des Ganzen ist, man sagt zwar, man sollte in einer Beziehung auch mal Abstand haben, was wir auch haben, weil Sandra hat ja ihre Mädelsabende. Ich, wie gesagt, meine Termine, die ich habe. Aber ich finde es auch im Moment einfach nur schön, Tatsache, so viel Zeit mit meiner Familie verbringen zu können. Also mit Mirko, meine Tochter ist im Moment noch sehr, sehr viel da, weil sie auch unter der Woche dann schon mal bei uns schläft oder einen Nachmittag verbringt, weil ich einfach die Zeit im Moment habe. Und das werde ich Tatsache wahrscheinlich missen, wenn ich mir jetzt ein Angestelltenverhältnis suche, weil dort habe ich nicht die gleichen Freiheiten. Aber im Moment muss ich einfach sagen, es ist unfassbar schön, so viel Zeit mit meiner Familie verbringen zu können. Und ja, jetzt mache ich mich erstmal auf die Arbeit, auf den Weg und melde mich später nochmal. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich bin heute noch nicht so richtig fresh. Ich habe mich zwar schon mal in ein Wohlfühloutfit geschmissen, aber ich laufe hier noch rum wie ein Flodder, wie man sieht. Ja, ich werde jetzt erstmal ein bisschen die Bude auf Vordermann bringen. Muss auch noch ein bisschen arbeiten auf jeden Fall. Und habe jetzt gerade auch den Katzen mal was gegeben. Die haben mich schon die ganze Zeit so angeschrien, dass sie Hunger haben. Ich muss die Spülmaschine jetzt ausräumen, dann die Spülmaschine wieder einräumen, weil ich will euch das eigentlich gar nicht zeigen, aber es sieht gerade einfach schlimm aus. Und dann muss ich noch den Pappmüll runterbringen. Ich muss auf jeden Fall noch Wäsche waschen. Ja, Staubsaugen. Ich weiß gar nicht. Ich muss mal gucken, was sonst noch so anfällt. Aber erstmal muss ich hier dieses Chaos beseitigen. Ich sehe gerade irgendwie so aus, als hätte ich versucht, mir die Haare zu machen und als wäre mein Haargummi runtergerutscht, wie früher, als ich noch ein Kind war, da ist mir das immer passiert. Genau. Ja, ich muss erstmal klarkommen. Ich zeige euch aber trotzdem jetzt das Outfit mal im Ganzen. Also, die Adiletten dürfen natürlich nicht fehlen, das ist ja ganz klar. Manni ist auch mit am Start. Manni, willst du auch dein Outfit zeigen? Okay. Das ist eins meiner liebsten Kleider. Das ist so ein Sommerkleid. Das ist auch nicht zu kurz, weil es mal ein bisschen hochrutscht, aber es geht jetzt fast bis zu den Knien.
Ich kann euch gerade auch ehrlich gesagt aus dem Stegreif gar nicht sagen, wo ich das her habe. Aber ich mag das einfach. Das ist so. Okay, Speckbauch, Blähbauch, was ist hier los? Sehe ich aus, als bin ich schwanger? Ich bin nicht schwanger. Wäre schön, wenn es so wäre. Aber das ist halt immer so gut Figur betont und gemütlich. Und gerade jetzt für zu Hause ist das halt einfach angenehm, weil es halt doch schon ziemlich warm ist. Ich habe diese Nacht gut geschlafen, obwohl es so warm war. Julian hat eigentlich auch gut geschlafen. Ich habe ihn aber vergessen zu fragen, wie er die Wärme empfunden hat. Bei uns ist hier schon der Teufel los. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber die sind draußen irgendwie den Rasen am Mähen, irgendwelche Bäume am Schneiden, machen auf jeden Fall irgendwelche Gartenarbeiten und da ist tierisch der Bär los und der Geräuschepegel ist auch nicht gerade angenehm, wenn die Fenster offen sind. Aber ich muss sie offen lassen, denn sonst wird es hier ganz schnell zu warm im Dachgeschoss. Genau, also wir überlegen, ob wir die Klimaanlage jetzt schon hochholen sollen heute oder auch noch nicht. Also ich muss sagen, zum Schlafen stört mich jetzt noch nicht, weil ich habe im Sommer beim Schlafen sowieso nicht besonders viel an. Aber Julian schwitzt, glaube ich, ein bisschen schneller als ich. Also ja, ich quatsche nachher nochmal mit ihm, wenn er aus dem Büro kommt, ob wir die jetzt hochholen, ob wir es. Aber wir wissen noch nicht so ganz genau, wie wir die dann anschließen sollen. Weil das ist so eine Klimaanlage, die hat so einen Abluftschlauch, der dann aus dem Fenster raus muss. Und da gibt es wohl so Abdichtungen für, damit es nicht wieder reinkommt. Aber man muss das Fenster dann wohl irgendwie ganz aufmachen und nicht mehr auf Kipp. Und das geht ja nicht wegen den Katzen. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Katzen irgendwie versuchen, diesen Schlauch zu zerstören oder so. Oder halt eben diese Abdichtung. Und dann haben wir nämlich so ein Fliegenschutznetz und dass sie das dann auch noch aufkratzen, weil dann sind die nämlich über alle Berge oder zumindest erstmal auf dem Balkon. Bei unserem Schlafzimmerfenster ist nämlich Balkon, also ich kann auf den Balkon gehen und ins Schlafzimmer gucken quasi. Da müssen wir einfach nachher nochmal quatschen, nochmal schauen, ob wir das jetzt schon machen oder ob wir einfach noch ein paar Tage warten, weil es wird ja noch viel, viel wärmer werden im Sommer. Wenn wir jetzt schon sagen, wir wollen es kalt, dann ich will doch gar nicht wissen, wie die Stromrechnung nachher aussieht, sage ich euch ehrlich, weil, naja, also Strom und Gas und so wird ja alles teurer und wir haben jetzt schon eine Nachzahlung bekommen von der alten Wohnung. Wir haben zwar den Anbieter mitgenommen, aber die mussten trotzdem den Vertrag von drüben erstmal abschließen, um dann hier einen neuen Vertrag zu machen und ich hatte erst vor kurzem die Abschläge erhöht und deswegen habe ich jetzt irgendwie eine Nachzahlung von 200 Euro oder so bekommen. Ist halt ein bisschen nervig, aber gut, kann man ja nichts machen. Vielleicht kriegen wir dann jetzt, wenn wir hier dann ein Jahr waren, was wieder. Die Abschläge sind ja zu. Aber gucken wir dann mal und ich werde erstmal wach. Was machen Sie denn da? Meine Stimme ist wieder da. Ich kann wieder so ein bisschen. Aber ist noch nicht ganz da. Muss wieder anfangen zu rauchen, ne? Nee. All I can taste is this moment. And all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't. Wir gehen jetzt etwas spazieren. Nein, das stimmt nicht. Und ich war doch noch nicht fertig. Ich werde dich direkt unterbrechen, weil wir gehen jetzt erstmal kurz zum Waschbär mein Auto sauber machen. Okay, scheinbar muss ich jetzt mit, wenn wir Auto waschen gehen. Also ja, ich spritze mein Auto nun mal gerade mit dem Hochdruckreiniger ab für 2 Euro. Und dann, weil ich mitgekommen bin, kriege ich dann aber als Belohnung ein Eis. Dann kriegst du als Belohnung ein Eis, ja. Scheiß auf meinem Auto. Ich habe den erst letzte Woche sauber gemacht. Du machst das echt schön. Danke. Und weil Julian jetzt so schön das Auto putzt, habe ich mir doch gleich ein Eis verdient, oder? Was für ein Winkel. Mein Milkshake bringen alle Boys to the Was bestellst du dir jetzt? Ein Milkshake.
Milchshake. Das geht nicht. Milkshake. Milchshake. Das sagt kein Mensch. Milkshake. Milkshake. Heißt doch so. Lach nicht. Milkshake. Man, Milkshake bringt. Das heißt so, 100%. Ich gucke jetzt, was hier in der Karte steht. Wo ist das? Ananasbecher. Du hast doch Muttermal. Ich hab Muttermal, ja. Ich hab einige Muttermal. Hier. Milchshake. Nein. Man kann ja nicht zweimal SCH oder CH hintereinander. Milchshake. Nee, nee. Milkshake. Oder ich nehme einen Milchshake mit Sahne. Das ist mein Milkshake. Ich habe ihn übrigens schlauerweise bestellt, als ich hätte gerne einen Vanilleshake. Das ist mein kleines Spaghetti. Bist du glücklich? Das bekommen zu haben, was man möchte, ist schon schön, ne? Lecker aussehen tut sie, aber es ist ungewöhnlich, dass es nicht diese weißen Raspeln drauf sind. Aber das hat sie ja gesagt. Die waren aus. Die waren aus. Damit du mal ein paar Zentimeter größer auch bist, ja. Ja, genau. Oh, der fällt jetzt rückwärts ins Wasser, sieht auf jeden Fall so aus. Ja, der muss ja die Jetskis irgendwie auf den Anhänger bekommen. Ich kannte mal jemanden, der hat dazu Jetski gesagt. Jetski? Ja, weil ist ja auf Ski. Und dann Jetski. Zum Glück habe ich diesen Pöbel. Ich hoffe, dass das jetzt auf der Kamera nicht als allzu laute Windgeräusche zu hören ist. Ja, ist schön, ne? Ja, der Anhänger ist jetzt komplett im Wasser. Ja, ja. Irgendwie muss er die Jetskis ja. Könnte fast denken, wir wären im Urlaub. Zumindest bis da. Da ist vorbei. Lass uns einen Fake-Vlog machen. Wir machen einen Vlog, den drehen wir nur hier am Strand. Dann baue ich noch so einen Sonnenschirm auf und dann so eine Strandbar mit Cocktail, den nehme ich da mit und so. Okay, ich muss jetzt mal aufpassen, damit ich hier nicht auf die Schnauze lege. Kannst du mir helfen? Mit den Schuhen ist das irgendwie kacke. Na, bestimmt, wir könnten tatsächlich so. Wir tun einfach so, als wären wir nochmal auf Mallorca. Vielleicht waren wir ja eigentlich auch gar nicht auf Mallorca, sondern haben den hier gedreht. Vielleicht sind wir auch gerade in Holland. Vielleicht sind wir auch gar nicht wir, sondern Manuel Neuer. Wir sind die Coolsten. Wenn wir cruisen. Wenn wir durch die City düsen. Ich weiß nicht mehr, von wem war das nochmal? Fettes Brot, ne? Nee. Nicht Fettes Brot. Wie hießen die denn? Anders. Nee, das muss ich googeln. Oh, wie heißen die nochmal? Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen. Wenn wir durch die City düsen. Ach, massive Töne. Wir sind jetzt hier am Sportplatz und warten. Wir sind die coolsten, wenn die süßen Ladies uns mit Küsschen grüßen. Das kenne ich nicht, die Version. Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen, so, wenn wir durch die City düsen. Wir sind die coolsten, wenn die süßen Ladies uns mit Küsschen. Das gibt hier Plagiatprobleme. Ach, das ist ganz egal. So wie schief ich das jetzt gesungen habe. Wir sind jetzt am Fußballplatz und warten jetzt. Wir sind leider ein bisschen zu früh, weil wir waren noch spazieren nach dem Eisessen da und ja, irgendwie hatte ich dann Schiss, dass wir zu spät kommen und Mirko dann hier steht und Außerdem haben wir versucht, eine von uns gedachte gesperrte, Straße. Wir dachten, die Straße wäre gesperrt und dann war die offen und dann waren wir einfach viel zu schnell hier. Genau. Und jetzt müssen wir noch ein paar Minütchen warten und dann kommt Mirko vom Training und dann werden wir was zu Abend essen, dann wird Mirko ins Bett gehen und dann ist dieser Tag schon wieder rum, weil es ist ja jetzt schon 18 Uhr. Dann müssen wir auf jeden Fall noch zu Abend essen. Ja, obwohl ich bin noch so satt jetzt vom Eis, aber... Ja, ich bin im Moment auch noch satt von dem Milchshake, aber irgendwann müssen wir schon essen. Aber wir haben ja noch Zeit.
Irgendwas wollte ich aber heute noch machen. Ich habe es vergessen. Ah, ich muss die Wäsche gleich noch hochholen, ganz wichtig. Ja. Die hatte ich nämlich vorhin angemacht und da muss ich mich noch drum kümmern. Ja. Dann machen wir das. Ich melde mich jetzt tatsächlich noch mal ganz kurz aus dem Schnitt. Ich bin gerade dabei, diesen Vlog, der gerade läuft, zu schneiden. Ich wollte euch eigentlich nur mal zeigen, Sander hat es ja erwähnt, wir waren uns nicht sicher, machen wir es nicht, die Klimaanlage hochzuholen. Und was soll ich euch sagen, ich habe das schwere Ding, jetzt gerade aus dem Keller. Ich hoffe, das ist nicht allzu störend, das Geräusch im Hintergrund. Es läuft aber aktuell nur auf Ventilator. Denn, was Sander meinte, ist, es gibt entweder so eine Schiene, die man fährt quasi die Rollläden ganz nach unten, dann legt man diese Schiene hier unten ins Fenster, klemmt man die so ein, damit die warme Abluft der Klimaanlage rausgeblasen wird. Oder aber es gibt ich weiß nicht, wie man das, Abdeckhaube fürs gekippte Fenster. Nur da ist der Schlauch nicht lang genug für. Also müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Vermutlich muss ich mir irgendwas einfallen lassen, irgendwas selber bauen. Werde ich aber schaffen, aber im Moment ist es Tatsache so, es ist so warm nachts und ich habe einfach so tierische Probleme damit, dabei zu schlafen. Weshalb ich auf jeden Fall den Ventilator heute Nacht mit einem Timer versehen, zumindest so lange anhabe, bis ich eingeschlafen bin, weil ich halte es nicht aus. Und ich habe auch kaum was an, wenn ich schlafe, aber ich halte es einfach nicht aus. Ich schwitze dann wie so ein Schwein und das ist echt unangenehm. Jetzt werde ich das Video noch zu Ende schneiden, damit es dann auch zeitnah hochgeladen werden kann und bedanke mich fürs Zusehen. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und vergesst auch nicht, ihr könnt den Kanal jederzeit kostenlos abonnieren. Damit unterstützt ihr uns und als allerletztes könnt ihr natürlich auch noch auf diese kleine Glocke drücken, denn dann werdet ihr auch noch benachrichtigt, wenn das nächste, das übernächste und alle weiteren Videos von uns hochgeladen werden. In dem Sinne, nochmal habt einen wundervollen Abend, einen wundervollen Tag, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, wann ihr dieses Video auch seht. Ich bin raus, macht's gut, ciao. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay.